Hallo und willkommen zurück bei Mini Motorway. Wo waren wir denn stehen geblieben? Nein, nein, Moskau haben wir schon. München! Was sind das eigentlich für Einstellungen? Oh. Machen wir heute mal augenschonend. Cool. Ach, jetzt habe ich nicht geguckt, wie viele Fahrten wir schaffen müssen. Na, ist egal. Schön, wir fangen wieder direkt an der Brücke an. Oh. Ja, das gefällt mir vielleicht. Hier müssen wir vielleicht wahrscheinlich später mal rum. Und jetzt lassen wir wieder laufen. Aber wir müssen schneller. Damit wir ein bisschen vorankommen. Wie viele Häuser braucht man denn, um eins von diesen Gebäuden abzuernten? Weil scheinbar reichen jetzt zwei Häuserchen, die machen das schon. Vielleicht brauche ich gar nicht jedes Haus verbinden. Ich meine, ich spare mir Platz auf den Straßen. Ich würde sagen, so ein kleines Gebäude, es levelt ja irgendwann auf ein rundes, reichen zwei Häuser tatsächlich aus. Ja, wir haben die Brücke verbraucht und ich denke, es wird wahrscheinlich nach hier auch noch größer werden. Wir kaufen mal lieber noch eine Brücke. Wir haben auch viele Straßen. Wir können natürlich auch mal so machen. Und sagen, ab jetzt fahren die Blauen ihren eigenen Weg. Kann ich das hier irgendwie? Ja. So. Jetzt gibt es gar keine Verkehrsprobleme mehr. Und das rote Haus schließe ich jetzt einfach mal nicht an. Obwohl. Nee, es ist immer genug unterwegs. Aber jetzt ist natürlich das Problem. Dass es zu schnell läuft. So, jetzt brauche ich dieses rote Haus. Wir haben ja noch eine Brücke über. Ziehen wir mal so. Und dieses Haus können wir damit anschließen. Warum nicht? Das Haus kann nach oben gucken. Und jetzt haben wir genau die gleiche Situation wie eben. Jetzt haben wir nur zwei Geschäfte und vier Häuser. Und das jeweils. Natürlich wird das hier uns gleich zerstören. Aber so lange gibt es natürlich keinen Stau. Aber hier wird gleich irgendwas Doofes bauen. Ich nehme mal lieber mehr Straßen. Mehr Straßen ist mal mehr gut. Also die arbeiten das super ab. Welche Woche bin ich jetzt? Glaube in Woche 2. Hab 48 Punkte. Also quasi nix. So, jetzt haben wir Lila dazu. Und wir haben keine Brücke mehr. Das heißt, wir müssen es erstmal so anschließen mit. Aber können wir schon mal was planen für die Zukunft? Wir sagen, wir möchten in Zukunft lieber hier unten lang gehen. Oh, wir haben noch eine Brücke, aber keine zweite mehr. Können wir die nicht anders bauen? Hässlich, aber funktionell. So. Problem ist, aber wir brauchen ja eigentlich nur zwei Häuschen. Wir drehen die um. Löschen das da. Das Häuschen ist jetzt verloren. Aber wir brauchen es ja gar nicht. Wir nehmen nochmal mehr Straßen. Jetzt haben wir alle Farben sortiert. Lila fährt hier unten seinen Weg. Rot fährt so im Mittelkreis.
So. Weiß. Okay. Was mache ich jetzt mit Weiß? Das hat das Spiel extra gemacht. Echt schade. Ich schicke Weiß. Ich drehe das Haus hier weg. Ich möchte nicht, dass das Haus verbunden ist. Über die rote Linie. Über die lila Linie. Zum Weißen. Ich muss sie ja irgendwie abarbeiten. Ach, jetzt ist die Karte größer geworden. Jetzt hätte ich hier eine eigene Linie ziehen können. Das Spiel hat aber gesagt, nee, nee, da backen wir ein Haus hin. Wir brauchen nur zwei weiße Autos. Solange alles läuft, ist alles easy. So, da oben ist jetzt pink. Ich bräuchte Brücken. Ohne Brücken geht das leider nicht mehr auf, wie ich das hier gebaut habe. So, der fährt jetzt über die blaue Linie. Ich denke, das ist so okay erstmal. Ich hoffe jetzt auf ein Brücken-Update. Dann ziehen wir für Lila hier oben ihre eigene Linie. Oder Pink. In diesem Farbschema ist es viel besser. So ein bisschen Dämmerung. Ist doch wunderbar. Eine Highway ist natürlich auch nicht schlecht. Nehmen wir einen Highway oder eine Brücke? Wir nehmen mal den Highway. Stoppen das Ganze. Jetzt ist die Frage, wem gönnen wir den? Gönnen wir den Weiß, um die Innenstadt ein bisschen zu entschärfen? Oder wir lassen es erstmal laufen und gucken, was passiert. Okay, das Haus ist jetzt aufgelevelt. Das heißt, wir brauchen mehr Rote, denke ich. Spawn auch Rote. Okay, bevor jetzt irgendwas passiert, ziehen wir hier oben jetzt mal eine Linie. Das wird nachher die lilane Linie. Sobald wir die nächste Brücke haben, können wir das anschließen. Wir beobachten das hier mal, ob das reicht oder ob wir mehr Häuser brauchen. Weil ich glaube, es reicht. Das Weiße reicht aber nicht. Nie und nimmer reicht Weiß. Okay. Aber Weiß und Rot sind ja sowieso schon auf einer Linie. Dementsprechend ist das gar nicht so schlimm. Ich denke, das müsste so klappen. Es ist auch schon wieder Freitag. Und das hier wird abgeerntet. Ohne Probleme. Ohne. Aber ich sehe keine großen Probleme. Nein, ich sehe keine Probleme. Eine Brücke wäre so schön gewesen. In den Straßen. Kann man nämlich auch schon wieder planen für die Zukunft. Wir ziehen mal hier schon mal eine Straße runter für die Zukunft. Und ich möchte auch immer noch hier lang fahren. Hier kann man eine riesige, lange gerade ausbauen. Oder eben auch nicht. Okay. So. Die pinken Häuser kann ich hier mit anschließen. 1, 2, 3, 4, 5. Sollte eigentlich reichen. Hier unten reicht es ja auch. Und hier wird zwei große Gebäude. Ein großes Gebäude. Okay. Die blauen sollten das eigentlich machen noch. Selbst wenn ich wollte, ich könnte sie eh nicht anschließen.
Die Pinken sind lange unterwegs. Aber sie kommen sich noch nicht in der Quere. Noch habe ich ein gutes Gefühl. Noch. Ja, dieses Gebäude hat sich in der Einfahrt gebaut. Das wäre natürlich ganz gut, wenn hier oben nur die Pinken fahren würden. Ach komm, gib mir eine Brücke oder einen Highway. Ich habe ja noch einen. Nein, nein, ich spiele auf Straße. Momentan scheint es zu funktionieren. Ohne Kreisverkehr. Mit zwei weißen Gebäude. Das Blaue hat Probleme. Scheiße. Okay, das Blaue hat Probleme. Wir brauchen mehr blaue Autos. Blau ist aber in diesem Ding. Und hier kann ich sowieso... Hier habe ich ein Problem, aber ich habe ja diesen Highway noch. Ja, irgendwie müssen die ja da hinkommen. Ich wollte ihn dafür eigentlich nicht benutzen. Aber sonst kriegt ihr auch Autos da nicht darüber. Okay. Das ist jetzt natürlich mega gut gespawnt. So. Das sollte sich jetzt alleine regulieren da unten. Aber keine Probleme. Da gehe ich zumindest von aus. Wir haben Probleme mit Rot. Ah, okay. Das habe ich eben nicht gesehen, dass es aufgelevelt ist. Das habe ich verträumt. Jetzt ist hier natürlich viel auf der Straße los. Wollen wir hoffen, dass sich das jetzt reguliert mit den mehr roten Autos. Ein Highway. Den nehmen wir mit. Hier habe ich natürlich jetzt einen extremen Scheiß gebaut. Auf Deutsch gesagt. Das können wir schon mal da anschließen. Irgendwann wird das aufleveln. Oh, bitte wird abgeholt. Ich glaube, ich habe es jetzt schon kaputt gemacht. Mist. Ja, Game Over. Das ist ja wieder nichts gewesen. Aber wir haben Zürich freigeschaltet. Na gut. Somit würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Das nächste Video kommt bestimmt. Ciao, ciao.